Und wir sehen das allererste Mal in diesem Jahr bei Team Ninja Warrior einen Mann auf dieser Position. Also einen, der die ersten drei Hindernisse macht gegen die Lady, gegen Vivi, Fifi, Viola. Weil sie wohl Kräfte sparen wollen, haben wir. Ja, und Jun hat auch selbst gesagt, bei ihm machen die Muskeln langsam schon zu. Und er hält eben diesen ersten Teil des Parcours im direkten Duell für besser machbar für ihn. Und er kommt da auch gut durch. Und ich bin wirklich gespannt, während wir Benedikt jetzt hier an Position 2 sehen und Viola, die wieder sich durch die Leitern kämpft. Ich bin auf Aline an 3 wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Aline. Aline, ich hab's jetzt gelernt. Er ist irritiert ein bisschen, weil der Name mit 2 E geschrieben wird. Oh, hast du das gesehen? Das war die allererste Kussübergabe. Das war die allererste Kussübergabe in der Geschichte von Team Ninja Warrior. Wie macht man denn? Wie macht man? Wir konzentrieren uns jetzt mal ganz auf Aline. Wir haben noch keine Frau an der Himmelsleiter gesehen. Die ist unglaublich. Und die ist ein Biest. Die ist wirklich nicht zu fassen. Ich bin so gespannt, die werden wir ja garantiert im Herbst wiedersehen bei Ninja Warrior Germany 2019. Und ich bin wirklich gespannt, was sie da zu leisten imstande ist. Und hier sehen wir noch Dennis Cilic, der als Ersatz reingekommen ist für Marc, der sich vorhin die Schulter tatsächlich ausgekühlt hat. Guck dir Aline an. Das ist Wahnsinn. Ist da im Hangellabyrinth und macht das souverän, kontrolliert. Es sieht so aus, als würde sie überhaupt nicht anstrengen. Das macht mich echt verrückt, aber es strengt an. Und die ist ein kleines Kraftpaket. Also ein kleines. Ja, das ist ein kleines Kraftpaket. Und du bist mein Schnuffi-Mäuschen. Wahnsinn. Ja, aber ganz kurzer Einwurf. Fifi und die starken Männer haben gut aufgeholt. Wenn Aline aber so weitermacht, dann wird das nichts mehr für die... Ah, da ist sie weg. Ja, trotzdem eine bockstarke Leistung von Aline. Da gibt es ja keine Frage. Marco ist noch drin, kämpft sich hier durch das Hangellabyrinth, sieht mir aber nicht so richtig überzeugend und sicher aus. Ja, und das hinterlässt Spuren, hier dabei zu sein bei Team Ninja Warrior Germany. Da können viele ein Liedchen von singen und das geht, glaube ich, nicht mehr lange gut hier. Wenn er reinfällt, kriegen Queen of Kings den Punkt. Aline war früher im Hindernis. Und er weiß gar nicht so recht, wohin er da soll. Ob das was bringt, der traut da der Kugel und diesem Griff nicht. Aber jetzt hat er eine Idee, aber er muss noch ein Hangelbrett weiter. Also das ist jetzt eine Frage des Willens und der Kraft, die er noch hat. Vor allem eine Frage der Kraft. Also man kann aber mit dem Kopf viel machen, aber es sieht noch ganz gut aus. Ja, tatsächlich. Und du siehst ihm richtig an, der will das unbedingt. Ja, aber die Arme werden lang und das sieht ja beim Zuschauen einfach aus. Sich da oben zu halten, ist deutlich schwieriger. Ja, aber der macht das unfassbar gut. Guck mal. So, und jetzt noch rüberschwingen, komm. Bloß kein Flüchtigkeitsfehler mehr, dann leben die Chancen noch auf die K.O.-Runde für Fifi und die starken Männer. Du musst ruhiger werden. Erste Punkt ist im Sack. Und wenn er jetzt noch hochgeht, dann haben die Zweizähler. Genau wie Indian Fire und Tarzan bisher. Und alles ist wieder möglich. Und das ist schön. Punkt. Er hier geht jetzt den Camino. Marco Fauser und holt, so sieht's da aus. Aber, der kämpft. Also man muss das ja auch mal sagen, das sind ja Rookies. Ja, genau. Der Marc, der sich die Schulter ausgekugelt hat, der raus ist und durch Dennis ersetzt wurde. Und er hier, Marco, das sind Rookies. Der kennt den Kamin auch nicht. Genau, der kennt diesen Kamin auch noch gar nicht. Macht den aber hier. Ganz dickes Kompliment, ganz dickes Kompliment. Hätte ich nicht gedacht. Wir machen noch Schnick, Schnack, Schnuck, weil wir mit beiden anderen Parts gleich jetzt einfach.